Sehr geehrte Damen und Herren, einen wunderschönen guten Morgen. Ich darf Sie im Namen der gesamten Wienerberger, meinem Kollegen Willi van Riet und mir herzlichst begrüßen zu unserer Halbjahrespressekonferenz, Präsentation unserer Halbjahresergebnisse. Wenn wir Sie ganz kurz beide durchführen dürfen, dann können wir Ihnen von einem sehr positiven Entwicklungstrend innerhalb der Wienerberger berichten. Und ich betone innerhalb der Wienerberger, weil wir uns natürlich auch in einem gewissen Maße vom Markt abgeschottet haben oder besser entwickelt haben als der Markt, wenn ich so formulieren darf. Im ersten Halbjahr 2014 konnten wir 7% den Umsatz verbessern. Wir halten nunmehr knapp über 1,3 Milliarden Euro gegenüber dem Vorjahr, 7% plus. Und sehr erfreulich, und das ist auch wichtig, was die Profitabilität des Unternehmens betrifft, wir konnten das EBITDA um 27% steigern auf knapp über 135 Millionen Euro. Wenn wir jetzt die einzelnen Bereiche der Wienerberger durchgehen, dann hat sicherlich der Ziegelbereich Europa den größten Mengen- und Volumenswachstum erzielt. Wir konnten einerseits nicht nur die Preise steigern, um auch die entsprechenden inflationären Kostensteigerungen abzudecken, konnten aber auch entsprechend starke Volumenszuwächse in allen Märkten in Europa erzielen. Bei der Pipelife, unserem führenden Anbieter von Plastikrohren, haben wir auch hier einen starken Trend in Osteuropa gesehen, was die Entwicklung im Volumensbereich betrifft, auch in den Kernmärkten. Ich darf noch einmal erinnern, dass die Pipelife sehr stark ist in Schweden, in Norwegen und auch in Finnland. Konnten wir in diesem Bereich wiederum zulegen, was die Volumina betrifft. Einzig und allein in Westeuropa, in zwei wichtigen Märkten, Frankreich und die Niederlande, mussten wir Mengenrückgänge hinnehmen. Das hat mit der konjunkturellen Situation in den Infrastruktur- und Baumärkten in diesen zwei Ländern zu tun. Bei der Steinzeug Keramo, unserem weltweit führenden Abwassermanagementunternehmen, was keramische Abwasserrohre betrifft, ein durchaus erfreulicher Mengen- und Preistrend in allen Märkten, vor allem im wichtigsten Markt Deutschland, aber auch in den osteuropäischen Exportmärkten sowie Polen, aber auch Rumänien, ein starker Mengenzuwachs. Semmelrock, führendes Unternehmen in der Flächenbefestigung, was Betonprodukte betrifft, spezifisch in Österreich und im umliegenden Zentralosteuropa. Auch hier wiederum starkes Volumenswachstum und aufgrund der Kosteneinsparungen, die wir letztes Jahr auf den Weg gebracht haben, hier auch ein erfreulicher Ergebniswachstumsschritt zu verzeichnen. Amerika, ein durchwachsenes Bild. Wir sind in diesem neue Jahr, sprich 2014, gestartet mit einem sehr langen und harten Winter. Das heißt, die Bausaison hat sehr spät begonnen. Das zweite Quartal hat dann die erhofften Mengenzuwächse gesehen, das heißt zweistelliges Wachstum, was die Volumina betrifft. Wir haben aber nach wie vor den Preisdruck in einigen regionalen Märkten der USA, die wir im letzten Halbjahr des letzten Jahres schon gesehen haben, und damit eine etwas flexiblere Preispolitik und somit auch ein leichter Ergebnisrückgang im Vergleich zum letzten Jahr. Das alles im Telegrammstil, was die Wienerberger betrifft im ersten Halbjahr 2014. Wenn ich jetzt noch ganz kurz das Quartal 2 präsentieren darf, hier sehen wir nach wie vor ein gutes und solides Wachstum im osteuropäischen Ziegel- und Rohrgeschäft. Das setzt sich dort durchaus fort. Im Westeuropa haben wir natürlich aufgrund der guten Witterungslage in den ersten Monaten dieses Jahres gewisse Vorzieheffekte gehabt. Das heißt, Bauprojekte wurden früher als geplant begonnen und somit war das zweite Quartal etwas verhaltener. Das ist logisch, weil sich die Projekte natürlich hier schon vorweg realisiert haben und somit vor allem in Märkten wie Frankreich und in den Niederlanden eine durchaus schwächere Geschäftsentwicklung festzustellen ist als ursprünglich geplant. Wenn man sich die Ergebnisse, und mein Kollege Willi van Riet wird das noch im Detail tun, ansieht, haben wir den Umsatz mehr oder weniger im Vergleich zum Vorjahr auf dem gleichen Niveau gehalten. Im EBITDA wiederum, also im operativen Cashflow, konnten wir wiederum Verbesserungen erzielen um 3%, wieder auch im zweiten Quartal diesen Jahres. Und das vor allem auch durch die Kosteneinsparungen und natürlich die Mengenzuwächse in Zentralosteuropa. Gesamthaft sieht das Bild nunmehr so aus, dass wir, wie ich schon sagte, 7% plus haben im Umsatz, knapp über 1,3 Milliarden, das EBITDA auf 135 Millionen gestiegen ist, ein Plus von 27%. Sehr erfreulich, meine Damen und Herren, hier sehen Sie auch, dass wir im Vergleich zum Vorjahr wiederum um
mehr als 100 Millionen unsere Schulden reduzieren konnten. Und das ist ein sehr starkes Zeichen dieses Unternehmens, dass wir auch in wirtschaftlich schwierigen Zeiten wie gehabt die Schulden reduzieren können. Das ist ein sehr starker Beweis eines gesunden und sehr soliden Unternehmens. In diesem ersten Halbjahr die Schulden wiederum reduzieren zu können. Ich darf darauf verweisen, dass unser Geschäftsmodell natürlich so ausgerichtet ist, dass wir aufgrund der höheren Lagerhaltung und des Aufbaus des Working Capitals gewissen Nettoverschuldungsaufbau haben. Aber hier sehen Sie, dass wir im Vergleich zum Vorjahr viel besser unterwegs sind. Die Gesamtinvestitionen mit 52 Millionen sind leicht gestiegen, leicht deshalb, meine Damen und Herren, weil wir auch, und das ist vor allem in Großbritannien der Fall, neue Werke jetzt zurückbringen, die wir eingemottet haben. Wir haben ja darauf hingewiesen, dass das konjunkturelle Umfeld, was den Bau betrifft, in England besser ist als am Kontinent. England hat sich insofern abgekoppelt und so haben wir wieder Kapazität zurückgebracht und diese Investitionen dienen dazu, die Werke wieder anlaufen zu lassen bzw. Verbesserungen in den Werken durchzuführen. Ich darf Sie ganz kurz, bevor mein Kollege dann in die Zahlen einsteigt, noch über die Tondach Kleinstetten informieren. Wie Sie wissen, haben wir diesen wesentlichen Wachstumsschritt jetzt Beginn des dritten Quartals realisiert. Tondach Kleinstetten ist der führende Tondachziegelhersteller in Zentralosteuropa mit 15 Produktionsstandorten in 8 Ländern. Knapp an die über 1.800 Mitarbeiter werden beschäftigt in Österreich und in den umliegenden zentralosteuropäischen Ländern. Das Ergebnis 2013 hat sich folgendermaßen dargestellt, mehr oder weniger 150 Millionen Umsatz und ein EBITDA von 20 Millionen werden wir heuer erzielen. Das heißt, hier eine entsprechende gute Entwicklung, was die Tondach betrifft, schon wieder im heurigen Jahr. Ausblick eben auf 2014, 155 Millionen und 23 Millionen EBITDA. Wir werden die Nettoverschuldung auch von Tondach wieder substanziell nach der Übernahme auch wiederum reduzieren und werden auf 60 Millionen zum Jahresende kommen. Dieser Wachstumsschritt ist ein sehr wichtiger, meine Damen und Herren, weil er uns wiederum verstärkt im Kerngeschäft der Wienerberger, nämlich im Dachziegelbereich und in Zentralosteuropa, in Kernmärkten der Wienerberger. Ganz kurz zur Geschichte des Unternehmens. Mit dem Jahr 1992 wurde dieser starke Wachstumspfad begonnen, der Tondach aus Österreich, aus der Südsteiermark heraus, mit der Expansion nach Ungarn, nach Tschechien, in die Slowakei und vor allem auch am Balkan und bis hin nach Mazedonien, Rumänien und auch in Bulgarien. Also ein sehr starker Wachstumspfad in den letzten 20 Jahren. Heute ist das Unternehmen das führende Unternehmen im Tondachziegelbereich. Starker Fokus auf Produktqualität, sicherlich das Unternehmen in Zentralosteuropa mit der besten Marke der Produktqualität und einer sehr starken Kundenbeziehung in den Kernmärkten, die über lange Jahre aufgebaut wurde. Das Unternehmen konzentriert sich auf den Bedachungsmarkt, das heißt Lösungen für Steildächer und hier nicht nur Dachziegel, sondern auch das gesamte Zubehör am Dach und unter dem Dach, das dazugehört, um energetisch effiziente Dachlösungen entsprechend auch für die Sanierung in den Markt zu bringen. Das ist ein sehr wichtiges Thema, weil wir derzeit sehen, dass wenn es um Sanierung geht in West- und Osteuropa, der Tondachziegel das präferierte Material der Kunden ist, um energetisch effiziente Lösungen entsprechend umsetzen zu können. Nur ein kleiner Hinweis, nicht nur eigene Studien haben belegt, sondern auch durch Studien mit entsprechenden Instituten West- und Osteuropa, dass man über 30% an Energie einsparen kann, wenn man ein Dach saniert. Und somit sind wir hier, glaube ich, sehr stark im Trend, was die energetisch effiziente Sanierung betrifft. Nur ein paar Beispiele eben, wie ich schon erwähnt habe, die Komplettlösung im Dach, Steildach, die Tondach im Markt vorstellt. Wir sehen hier Lösungen eben auch für im privaten Bereich, für energetisch effiziente Einfamilienhauslösungen, aber natürlich im Reihenhaus, was die Oberfläche betrifft, Farbgestaltung betrifft, ein sehr gut und weitreichendes Produktportfolio. Wichtig auch, wir sind hier im Mehrfamilienhausbau tätig, was das Steildach angeht.
angeht. Und das Steildach ist nach wie vor, meine Damen und Herren, das präferierte Dach der Österreicherinnen und Österreicher, auch wenn es einen architektonischen Trend hin zum Flachdach gibt, der aber durchaus, wenn man die Witterungsverhältnisse in Österreich hernimmt, nicht zu präferieren ist, vor allem was die Schneelast und das Eindringen von Feuchtigkeit angeht. Hier nur einige Beispiele, weil wir sehr stark natürlich auch im Bereich der Renovierung, Sanierung hier im Denkmalschutzbereich sind. Hier haben Sie ein Schloss Esterházy in Ungarn. Sie haben hier eine architektonisch interessante Lösung in Österreich, was das Kulturhaus Greit betrifft, wo auch die Dachziegel in der Fassadengestaltung zur Anwendung kommen. Hier vielleicht für Sie, die es nicht so genau wissen, wir gestalten auch urbane Dachlandschaften. Hier das Museumsquartier in Wien, auch die Hofburg ist mit Produkten der Tondach eingedeckt und natürlich die ganze Innenstadt Prags, die ja weltweit bekannt ist, durch ihre sehr schöne Dachlandschaft. Gesamthaft betrachtet ist die Tondach für uns ein sehr strategisch wichtiger Wachstumsschritt im heurigen Jahr. Sie bringt uns in die führende Position eines Dachziegelanbieters und Dachsystemanbieters in Europa. Wir haben hier ein sehr starkes Wachstumspotenzial im Bereich der Sanierung, aber auch, wenn der osteuropäische Markt stärker zurückkommen wird im Neubau. Wir haben eine sehr moderne industrielle Basis. Das heißt, Tondach ist sehr gut analog der Wienerberger investiert. Wir sind natürlich in all den Ländern, wo wir schon mit unseren Ziegelaktivitäten auch tätig sind. Somit ist dort auch nicht nur die starke Fokussierung auf die Renovierung und dann später auch auf den Neubau. Aber es gibt natürlich auch ein Synergiepotenzial. Wir beziffern das mit 3 Millionen, werden aber noch schauen, dass wir auch in den Märkten durch verstärkte Verkaufsmaßnahmen hier entsprechend auch an Synergien gewinnen werden. Und somit ist es hier eine sehr starke und gute Verbreiterung unseres Kerngeschäfts in den wichtigen zentralosteuropäischen Märkten. Und somit, das ist nur ein Bild für Sie, ist die Wienerberger zum führenden Unternehmen in diesem Bedachungsbereich aufgestiegen. West- und Osteuropa bietet hier eine sehr schöne und systematische Integrierung. Hier sehen Sie, dass der Gruppenabsatzanteil des Daches bei der Wienerberger mit 14% einen wichtigen Umsatzanteil hat. Sie sehen aber auch, dass dieses Geschäft sehr profitabel für die Wienerberger ist, mit 34% EBITDA-Anteil und somit ein wichtiger Wachstumsschritt war im sehr stark profitabel getriebenen Geschäft des Bedachungsumfeldes. Somit ein strategisch durchaus entscheidender Wachstumsschritt für die Wienerberger. Und somit darf ich an den Kollegen von Ried übergeben. Vielen Dank. Ich werde Ihnen kurz mal durch die Ergebnisse von das erste Halbjahr 2014 durchführen. Sie sehen das klare positive Bild von das erste Halbjahr 2014 im Vergleich mit 2013. Umsatz ist mit 7% gestiegen. Ich komme später noch in eine weitere Erklärung, wie die Umsätze wirklich gestiegen sind, zurück. EBITDA operativ mit 27%, das heißt eigentlich, die Marge hat sich von 8,4% in 2013 auf 10% verbessert im Laufe des ersten Halbjahres 2014. Die Abschreibungen sind auf gleiche Höhe wie in 2013 geblieben, aber dann, durch die Verbesserung operativ von dem ganzen Geschäft haben wir natürlich den EBIT sehr stark steigern können, von 4,9 Millionen auf 33,5 Millionen. Finanzergebnis, auch eine leichte Verbesserung im Vergleich mit letztes Jahr, bessere Cash-Position, aber auch bessere Beiträge schon von Ausrestrukturierung auch von Tondach, das da reinfließt, damit ein positives EGT-Ergebnis vor Steuer von 4,5 Millionen im Vergleich mit einem Minus von 29,2 Millionen letztes Jahr. Wir zahlen Ertragssteuer, weil wir natürlich auch in gewissen Ländern tätig sind, wo wir schon längst und immer profitabel waren. Da zahlen wir Steuer, damit ein sehr kleines Ergebnis nach Steuer von 1,7 Millionen im Vergleich mit 31 Millionen letztes Jahr. Und dieser Trend wird sich auch im Laufe des Jahres weitersetzen, da kommen wir auch noch später darauf zurück. Wenn wir über den
der Wachstum in der Umsatz reden, dann geht es vor allem um ein sehr starkes organisches Mengenwachstum. Da ist kein Konsolidierungseffekt dabei. Das ist alles selbst gemacht und selbst erwirtschaftet. Ein organisches Mengenwachstum um 8% zusammen mit Durchschnittspreisen, die gestiegen sind um 1%. Das heißt, wir haben auch in die schwierigen Märkte, und wir haben noch einige Märkte, wo es sehr schwierig läuft, auch da haben wir Preissteigerungen umgesetzt. Wir haben das natürlich auch da gemacht, wo die Märkte leicht besser gelaufen sind. Aber durchschnittlich über die ganze Gruppe hinaus eine Preissteigerung von 1%. Und wir haben natürlich, wie viele andere, auch gelitten unter gewissen Währungseffekten. Da geht es vor allem um russische Rubel, die norwegische Krone, die für uns wichtig ist, weil wir haben mit Pipelife eine starke Aktivität da. Auch die türkische Lira hat dazu beigetragen und das amerikanische Dollar. Positiv war für uns die Entwicklung von das englische Pfund. Das hat leicht dagegen gearbeitet. Aber ins Ganze ein sehr positives Bild, weil die positive Preisentwicklung lasst uns zu, eigentlich auch fast die Kostensteigerung, die inflationäre Kostensteigerung auszugleichen. Was haben wir da zusätzlich noch gemacht? Wie Sie wissen, wir haben ein Restrukturierungsprogramm umgesetzt, erstmal in 2009, das ist schon lange her, wo wir eigentlich sehr viel Fixkosten aus den Unternehmen genommen haben. Und dann noch eine zweite Welle, wenn ich es so sagen darf, in 2012, wo wir uns vor allem auf die westeuropäischen Länder konzentriert haben, die Niederlande, Belgien, Deutschland und Frankreich. Und davon kommen planmäßig noch, sollen dieses Jahr noch 17 Millionen Einsparungen durchkommen. Davon haben wir schon 11 Millionen in der ersten Jahreshälfte realisiert. Und ich bin zuversichtlich, dass auch die restierenden 6 Millionen noch in der zweiten Jahreshälfte kommen. Das heißt, aus den ganzen Restrukturierungen kommen noch zusätzlich 50 Millionen Kosteneinsparungen. Daneben läuft auch bei uns ein Programm für Verkauf von nicht betriebsnotwendiges Vermögen. Was sind das? Das sind alte, geschlossene Werke und Grundstücke. Da läuft auch der Verkauf nach Plan. Da lassen wir uns aber nicht dringen, weil wir brauchen nicht unbedingt, um jeden Preis etwas zu realisieren. Aber das läuft planmäßig weiter. Wir haben da in der ersten Jahreshälfte 3,3 Millionen an Verkaufserlöse realisiert und damit auch eine kleine EBITDA-Beitrag von 2,4 Millionen. Ist in Umsetzung, läuft weiter und wird auch im Laufe der nächsten Jahre weiter betrieben. Sie noch mal kurz in Erinnerung, wir haben das Plan, um bis 2016 100 Millionen aus zusätzlichen Cashflows daraus zu erwirtschaften. Und wir sind da sehr gut planmäßig unterwegs. Wir haben die letzten Jahre schon fast mit dieser zusammen fast 30 Millionen erwirtschaftet. Zusammen, wo macht Wienerberger ihr Ergebnis, wie ist es aufgeteilt auf die verschiedenen Business Units, wie wir die dann heißen? Wir machen, Sie sehen, 53% von unserem Umsatz ist gemacht in Clay Building Materials in Europa, das heißt Ziegel und Dachziegel. 72% des Ergebnisses kommt daraus. Das heißt, eigentlich vom Beitrag ist das die stärkste. Heimo Scheuch hat das schon erwähnt. Es ist natürlich vor allem in die westeuropäischen Märkte, die sehr stark angestiegen sind und die auch positiv verlaufen sind. Pipelife, Pipes and Paver, das sind eigentlich unsere Plastikrohre mit Pipelife, sind unsere keramische Rohre mit Steinzeug und dem Pflasterbetrieb Semmelrock. Umsatzbeiträge 38%, Ergebnisbeiträge 34%, eigentlich ein sehr stabiles. Und unser Geschäft in Nordamerika 8% Umsatz und noch immer unter Druck, aber doch schon 2% Beiträge zu der Gruppe Ergebnis. Zusammengebrochen auf Produktebene, das heißt wirklich die Produkte selber, sehen Sie mit Wand sind die bekannte Hintermauerziegel 22% an Umsatz, 23% am EBITDA, Dach 14%, 34% Beitrag an das Ergebnis. Und das unterstreicht wieder die Wichtigkeit von das Dach, auch weil das auch renovierungsstark ist. Fassade 23%, da natürlich eine starke Erholung in die Profitabilität durch auch das bessere Laufen von den westeuropäischen Märkten. Rohre 36%, 32% Ergebnisbeiträge. So in allem ein ausgeglichenes Produktportfolio, das jetzt zum Vollen auch profitiert von sowohl Neubau
als auch von Renovierung und von anderen Märkten wie nur der Wohnungsbau. Das heißt, die Wienerberger ist viel breiter aufgestellt, wie es noch war vor 4-5 Jahren. Das ist eine sehr wichtige Botschaft und da kommen Ergebnisbeiträge aus allen diesen Bereichen. Cashflow, Entwicklung von der Cashflow in das erste Halbjahr. Natürlich durch das starke Ergebnis ist es uns gelungen, 26 Millionen um mehr operative Cashflow aus dem Ergebnis zu erwirtschaften. Wir waren auch besser im Working Capital. Da haben wir noch zusätzlich 31 Millionen besser verwirtschaftet wie letztes Jahr. Wir haben ein bisschen mehr ausgegeben in Investitionen. Ich komme später noch kurz darauf zurück. Und haben weniger desinvestiert. Aber im Allem der freie Cashflow, das heißt der Cashflow, der zur Verfügung ist für Dividende, Zahlung, Hybridcoupon und auch Wachstumsinvestitionen. Und Sie sehen, im ersten Halbjahr war die Wachstumsinvestition noch niedrig, die werden aber mit natürlich Tonach in der zweiten Jahreshälfte werden die ansteigen. Aber insgesamt haben wir um 41 Millionen mehr oder weniger Cash-out gehabt, was eigentlich für ein saisonal bedingtes Betrieb wie unseres, wo wir eigentlich sehr stark in Working Capital investieren in der ersten Jahreshälfte, eine sehr gute Performance war. Gesamtinvestitionen 52,3 Millionen im Vergleich mit 43,4 Millionen letztes Jahr. Was ist es? Es war eigentlich auch geplante Investitionen auch von in das erste Jahr, Halbjahr 2014, weil wir haben letztes Jahr, wenn Sie sich noch erinnern, 2013 hat es sehr schwierig angefangen mit einem sehr harten Winter. Da haben wir gewisse Investitionen verschoben und die sind dann eigentlich so teilweise verschoben in die erste Halbjahre 2014. So, das ist wirklich laut Plan umgesetzt. Wir haben natürlich auch zusätzlich investiert in die Märkte, die gut laufen. Die muss man zusätzlich auch ist in die UK und in gewisse westeuropäische Länder auch mehr investiert in Kapazitäten und in Verbesserung von dem Produktportfolio. Unsere Investitionen umfassen nicht nur Instandhaltungsinvestitionen. Es ist mehr wie das. Wir versuchen jedes Mal, wenn wir investieren, auch das ganze Werk damit zu verbessern, die Performance zu erhöhen und die Kapazitäten zu erhöhen. Das heißt, mit jeder Investition steigt auch die bessere Performance des Betriebes. Bilanz, natürlich der Working Capital Aufbau schlägt sich da fast routinemäßig in jedes Halbjahr ein. Aber Sie spüren und Sie sehen es ganz klar, wir hatten noch 800 Millionen an Nettoverschuldung in der gleichen Zeitpunkt in 2013, nur noch jetzt 693 Millionen. Und das entspricht, wenn ich den Vergleich mache mit dem Jahresendestand 2013, das entspricht genau der Aufbau von das Working Capital um 150 Millionen. Auch da ganz klar alles gut im Griff, ein sehr niedriger Verschuldungsgrad und eine gute Eigenkapitalquote. Zusammenfassend, ein sehr starkes und zufriedenstellendes organisches Mengenwachstum in allen Geschäftsbereichen und das hat uns eine deutliche Umsatz- und Ergebnisverbesserung gegeben. Die Übernahme von Tondach wird uns klar zusätzliche Wachstumspotenzial geben in wichtige Märkte und auch eine weitere Verbreiterung in ein Renovierungsgeschäft, weil Dachziegel sind natürlich mehr in Renovierungsgeschäft. Verkauf von den nicht betriebsnotwendigen Vermögen und die Restrukturierung läuft alles wirklich planmäßig und die Verschuldung ist im Griff und es bleibt auch unter 2,5 Mal Net EBITDA bleiben am Jahresende, auch inklusive die Akquisition von Tondach. Ausblick. Danke Willi, dann darf ich noch zum Ausblick für das Jahr 2014 kommen. Wir sind ja jetzt wiederum im August dieses Jahres, das heißt, wir haben die Entwicklungen vor allem in Europa und Amerika im ersten Halbjahr schon hinter uns und wie sieht jetzt unsere Einschätzung für das Gesamtjahr 2014 aus? Und das ist wie folgt folgendermaßen, wir haben
wie schon erwähnt, in UK einen stärkeren Wohnungsneubau, vor allem im Ein- und Zweifamilienhaus, der stärker ausgefallen ist als ursprünglich geplant. Wir gehen hier aus von einer deutlichen zweistelligen einem Wachstumsschub in den UK. Das beeinflusst auch sehr positiv unsere Exporte vom Kontinent, sprich Belgien und Niederlande, an Vormauerziegel nach England. In Belgien wiederum auch eine durchaus positive Entwicklung mit 3% plus. Das ist auch etwas besser als ursprünglich erwartet. Hingegen sehen wir und in Polen auch eine positive Tendenz, die wir eigentlich schon so vorausgesehen haben Beginn dieses Jahres. Das sind die Märkte, die für die Wienerberger wesentlich sind im positiven Bereich. Stabil sind, würde ich sagen, die deutschsprachige Region Deutschland, Österreich und die Schweiz, mehr oder weniger, sage ich, mit regionalen Ausnahmen. Eines ist sicherlich zu erwähnen in diesem Zusammenhang, dass Deutschland nicht extrem wächst im Ein- und Zweifamilienhaus. Deutschland baut mehr in urbanen Zentren, das heißt in den Städten Deutschlands, also mehrgeschossigen Wohnbau, aber im Ein- und Zweifamilienhaus und in den Speckgürteln, wie man so sagt, um die Städte, wird relativ stabil gebaut, also kein großer Wachstumsschub im heurigen Jahr. Negativ sticht heraus das Land Niederlande, ein sehr wichtiges Land für die Bereiche Dach und Vormauer vor allem, mit -15%, was den Neubau betrifft, also Ein- und Zweifamilienhäuser, und das sind ja im größten Fall in den Niederlanden der Hauptmarkt. Also das ein negativer und durchaus deutlich negativerer Trend als ursprünglich angenommen. Auch Frankreich leidet jetzt nicht nur gesamtwirtschaftlich, sondern auch im Neubau mit -8% und die Baugenehmigungen sind entsprechend auch rückläufig. Das heißt, hier auch ein schwieriges Marktumfeld und schwieriger als ursprünglich angenommen. Italien ist, würde ich schon sagen, fast sowieso ein Kandidat für einen weiteren Rückgang. Dass der aber so deutlich ausfällt mit 11%, hatten wir auch nicht vorhergesehen und trifft uns vor allem im norditalienischen Markt, wo wir tätig sind. Und in Osteuropa ist sicherlich zu erwähnen, dass die Slowakei und auch Tschechien deutlich negativ sind im Vergleich zum Vorjahr, was den Ein- und Zweifamilienhausbau betrifft. Und auch wiederum, muss ich leider sagen, auch Ungarn, das von sehr niedrigem Niveau oder niedrigsten Niveau, wenn ich schon sagen darf, noch einmal einen Rückschritt in Kauf nehmen muss. Das heißt, wir sind in diesen Märkten auf sehr, sehr geringen Neubaueinheitszahlen, die wir jetzt vorfinden und auch in diesen Märkten. Und das ist, glaube ich, was mein Kollege auch Willi van Riet unterstrichen hat, gelingt es uns heute in der neuen Struktur Wienerberger positiv abschließen zu können. Das heißt, einerseits zu wachsen organisch, und das ist ein sehr starkes Zeichen, wenn man mit diesem Marktumfeld konfrontiert ist, und andererseits auch profitabel zu sein. Die anderen Märkte würde ich jetzt einmal stabil einschätzen. Bulgarien ist aufgrund des instabilen politischen Umfeldes auch leicht negativ. In Amerika, habe ich schon erwähnt, schwacher Start, relative Erholung im zweiten Quartal. Diese wird sich wohl fortsetzen, so ist unsere Einschätzung. Das heißt, wir werden so um die 10% plus haben im Ein- und Zweifamilien-Neuhausbau in Amerika. Das heißt, ein schönes Plus, nicht das, was wir uns alle erwartet haben, was die Prognosen für Amerika schon hinausposaunt haben, würde ich einmal sagen, weit über 20%. Wir selbst waren etwas verhaltener, aber jetzt werden wir ungefähr mit 10% Wachstum in Amerika für dieses Jahr auskommen müssen, würde ich so formulieren. Beim Renovierungsmarkt sieht es etwas freundlicher aus, deshalb auch der Gang der Wienerberger stärker in diesem Bereich über die letzten Jahre. Sie sehen hier durchaus stabile oder leichte Wachstumstrends, spricht auch für unser Engagement einerseits im Dachbereich, aber auch im Bereich der Rohre und der Infrastruktursanierung. Deshalb ein durchaus stabileres Wachstumsprozess.
fällt für die Wienerberger. Ich möchte auch nicht unerwähnt lassen, meine Damen und Herren, weil wir ja öfters angesprochen werden, wie schaut es mit Österreich aus und dem Engagement Wienerbergers in Österreich. Meine Damen und Herren, nach diesen Wachstumsschritten, Pipelife einerseits und Tondach andererseits, halten wir heute mit Wienerberger um die 40 Standorte, das sind auch natürlich, wir haben ein direktes Vertriebssystem mit Pipelife, das heißt, wir haben sogenannte Vertriebsoutlets oder Händleroutlets, aber mit Produktion und Handel und Lager haben wir 40 Standorte in Österreich. Wir beschäftigen mehr als 1000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, haben an der Gruppe jetzt einen Gesamtumsatzanteil von mehr oder weniger 8%. Das heißt, der österreichische Markt ist für die Wienerberger ein durchaus relevanter Markt geworden. Wir schätzen diesen Markt als stabil, auf gutem Niveau ein, sowohl in der Sanierung als auch in der Infrastruktur, als auch in Ein- und Zweifamilienhausbau. Und erfreulich für uns ist durchaus, dass der Trend hin einerseits zum Ziegel ein positiver ist, mit unserer Produktinnovation des Hochwärmedämmziegels, ich komme dann später nochmal darauf zu sprechen, aber auch in den Infrastrukturlösungen einerseits der Flächenbefestigung, Semmelrock, als auch der Pipelife. Gesamt für die Gruppe jetzt betrachtet in den einzelnen Units, was das operative Geschäft betrifft, gehen wir im Ziegel Europa von einem moderaten Mengenwachstum für 14 aus. Die Preiserhöhungen in den einzelnen Regionen werden die Kosteninflation, die mehr oder weniger 2% betragen wird, kompensieren können. Stärker in Westeuropa, etwas weniger in Osteuropa, aber durchaus hier ein positives Bild. Die Kostensenkungen, schon angesprochen durch meinen Kollegen, werden planmäßig realisiert werden. Das heißt, für das Gesamtjahr kommen wieder die 17 Millionen wie erwartet als Einsparungspotenzial. Im ersten Halbjahr hatten wir 11 davon. Der Rest, also die restlichen 6, kommen dann in der zweiten Jahreshälfte. Und somit das ganze Programm, das wir 1,5 Jahre zurück geschnürt haben, mit den 50 Millionen Einsparungspotenzial, ist das planmäßig umgesetzt. Größte Einsparungspotenziale sind natürlich hier in Westeuropa, Frankreich, Belgien, Niederlande und auch etwas in Deutschland. Wie schon erwähnt, nicht betriebsnotwendiges Vermögen wird der Verkauf planmäßig durchgeführt werden. Wir werden hier wiederum 10 Millionen aus diesem Paket verkaufen werden können. Und was jetzt Tondach Kleinstetten betrifft und die Konsolidierung ab dem 1. Juli diesen Jahres, das wird 90 Millionen zum Gruppenumsatz beitragen und 15 Millionen zum Gruppen-EBITDA zusätzlich. Und wir werden das noch im letzten Chart dann noch veranschaulichen. Somit gesamthaft Ergebnis und Umsatzwachstum. Nordamerika, zweistelliges Mengenwachstum wie vorhergesehen. Die Preispolitik wird etwas flexibler bleiben müssen. Das hat der Wettbewerbsdruck an sich. Und wir werden hier sicherlich auch in Kanada einen leichten Ergebnisrückgang in Kauf nehmen müssen. Wir haben ja ein kanadisches Geschäft mit Ariscraft, auch sehr stark in der Region Toronto. Und der würde ich sagen, Neubaumarkt ist etwas abgeschwächt im heurigen Jahr und somit auch einen leichten Ergebnisrückgang. Bei den Rohren, Pipelife in Arkansas und in Texas tätig, sehen wir hier eine stabile Entwicklung, was die Rohre betrifft, sowohl im Volumenbereich leichtes Wachstum und im Ergebnisbereich durchaus stabil. Also somit hier eine annähernd stabile Ergebnisentwicklung vorhergesehen für das Gesamtjahr unserer nordamerikanischen Aktivitäten. Die Pipes and Pavers, also Rohre und Flächenbefestigung, was die Pipelife betrifft, wieder Trend im ersten Halbjahr, für das gesamte Jahr einen guten, nachhaltig positiven Trend in Nordeuropa. Das Projektgeschäft, das sehr gelitten hat, ich darf verweisen, dass die Pipelife ein sehr, sehr starkes Projektgeschäft im letzten Jahr hatte. Das heißt, internationale Projekte, das sind für unsere großdimensionierten Rohre, was die Leistungsfähigkeit betrifft, aber auch in den Long-Length-Pipes für internationale Energieprojekte, hatten wir im ersten Halbjahr einen sehr starken Rückgang zu verkraften.
verkraften. Das war aber auch schon vorhergesehen. Das ist ein sehr zyklisches Geschäft, meine Damen und Herren. Das hängt davon ab, ob international diese Projekte einerseits in der Erdöl- und Gasindustrie oder andererseits in der Energiewirtschaft da sind. Wir sind aber durchaus positiv, dass es im zweiten Halbjahr wieder Projekte geben wird und haben schon entsprechend auch diese in unserer Pipeline. Somit sehen wir hier ein besseres Geschäftsumfeld für das zweite Halbjahr oder das Ende dieses Jahres. Leichter Ergebnisrückgang wird es geben in der Pipeline aufgrund der sehr angespannten Marktsituation, die ich ja schon erwähnt habe, vor allem in zwei Kernmärkten, nämlich Frankreich und den Niederlanden. Steinzeug durchaus positiv, gibt es hier jetzt nichts Wesentliches zu vermelden. Auch bei Semmelrock wird sich der Trend fortsetzen. Wir entwickeln uns immer stärker in ein Hochwertsegment, um uns eben von diesem Preiswettbewerb im Commodity-Bereich abschotten zu können. Und somit sehen wir für den gesamten Bereich Pipes und Pavers eine durchaus stabile Ergebnisentwicklung. Die Strategie der Wienerberger kurz zusammengefasst für Sie noch einmal. Wir haben uns, auch vom Kollegen van Riet erwähnt, schon wegentwickelt von einem reinen Ziegelunternehmen in ein Baustoffunternehmen, das Lösungen anbietet und somit auch Märkte erschließt, die nicht nur in den Neubau darstellen, sondern auch Infrastruktur und Sanierung. Die Übernahmen Semmelrock, Gesamthaft, Steinzeug und Pipelife waren ein wesentlicher Schritt. Die Tondach, der ein äußerst strategischer Ansatz im Dachbereich, sich in die Nummer 1 Position in Europa zu entwickeln, waren notwendige Maßnahmen, um ein breiteres Portfolio der Wienerberger darstellen zu können. Wir halten nunmehr 60% des Umsatzes im Neubau, im Wohnungsneubau und 40% in anderen Märkten. Wichtig war auch, dass wir in der Krise und in diesem permanenten Druck in den Märkten nicht nur auf Kostensanierung und Kostenreduktion und Kosteneinsparungen gesetzt haben, nein, wir haben konsequent auf die Innovation gesetzt im Bereich des Marketings und des Vertriebs. Wir haben sehr stark auf Systemlösungen gesetzt, ob das in der Bedachung oder auch in den Rohrsystemen ist. Und wir haben vor allem, und das tun wir nach wie vor, nicht nur aufgrund dadurch, dass wir Energie einsetzen in unserem Produktionsprozess, sondern weil wir eine Technologieführerschaft anstreben, in allen unseren Bereichen konsequent in diesen Bereich investiert. Sie müssen ja wissen, wir haben über 200 nach wie vor Produktionsstätten. Hier gilt es, State of the Art zu sein und entsprechende Führerschaft einzunehmen. Und, sehr wichtig, eben die Produktinnovation. Jedes Jahr kommen viele neue Produkte in den Wienerberger Märkten auf den Markt und sehr erfolgreich, um somit eine Verbesserung erzielen zu können, auch in diesem teilweise schwierigen Marktumfeld. In allen Bereichen, ob das Rohre, ob das Pflaster, ob das in Nordamerika oder auch in Europa im Ziegelbereich sind, haben wir Innovationen. Nur ganz kurz herausgegriffen einige Beispiele hier. Das erste klimaneutrale Abwasserrohr der Welt, das wir in Deutschland auf den Markt gebracht haben, das ist ein Rohr, meine Damen und Herren, das eine Lebenszykluszeit hat von mehr als 100 Jahren. Das energieneutral produziert ist. Sie werden fragen, warum? Natürlich, weil wir auch entsprechende Einsparungsmaßnahmen in der Technologie, in dieser Schnellbahntechnologie vorgenommen haben. Wir fahren dort mit Biogas zum Beispiel in der Produktion und natürlich auch, was die Verlieferung und die ganze Logistik betrifft, haben wir das mit Klimaschutzprojekten kompensiert. Somit sind wir natürlich im ganzen Public Procurement hier in einer führenden Position in Deutschland in einem sehr wichtigen Markt. Ich werde auch oft angesprochen, Herr Scheuch, wie schaut es mit dem Ziegel aus, wie schaut die Zukunft des Ziegels aus? Und ich möchte Ihnen heute auch einmal zeigen, vergleichsweise, was ein Ziegelhaus und zum Beispiel ein Holzriegelbau, der sehr stark immer wieder propagiert wird in den Medien, speziell in Österreich, wie man die zu vergleichen hat. Schauen wir uns das vielleicht mit einem sehr einfachen Beispiel an, nämlich der sogenannten energetischen Effizienz, das heißt der U-Wert. Das ist heute Standard, sage ich einmal, was ein Aktiv- oder Niedrigenergiehaus betrifft. Ich habe hier verglichen für Sie und nicht der Herr Scheuch, sondern das haben jetzt die Institute, unabhängige Institute erstellt,
ein Betonhaus, einen Holzrahmenbauweise und ein Ziegelhaus. Und wichtig ist ja nicht nur, dass es darum geht, sich wohlzufühlen, sich gesund dort zu leben in einem Haus. Das stelle ich noch einmal auf eine andere Ebene der Diskussion, sondern hier eher mal ein und einzig die Kosten zu betrachten. Und hier sehen Sie sehr deutlich, dass wenn man den Quadratmeter Wand betrifft, in der Errichtung, und was die Materialkosten betrifft, der Ziegel durchaus hier sehr attraktiv ist. Das ist übrigens der moderne, hochwertige Ziegel mit der Dämmung schon integriert. Weil Sie müssen ja beim Beton wissen, dass keine wie auch immer geartete Dämmung vorhanden ist. Die müssen Sie zusätzlich anbringen. Das Gleiche gilt ja für das Holzrahmenhaus, das die Dämmung braucht. Wichtig ist aber für den Errichter eines Ein- oder Zweifamilienhauses auch die Lebensdauer. Der Ziegel als solcher hält ja mit seinen Werten, ob die statisch sind oder auch von der Energieeffizienz her, über hundert Jahre. Wir haben ja Beispiele von 200 Jahren in Europa. Hier aber nur, wenn man auf 60 Jahre gehen würde und hier die Instandhaltungskosten sich genau anschaut, nämlich die ich brauche bei einem Betonhaus, was den Anstrich und die Erneuerung der Dämmung betrifft, weil die muss ich ja, seine Außendämmung, die muss ich ja erneuern, weil sie nicht die entsprechende Lebensdauer mitbringt, und bei der Holzrahmenbauweise dasselbe. Hier sehen Sie auch wiederum den Vergleich zum Ziegelhaus mit den hochwertigen Dämmziegel eine entsprechend starke Kostenreduktion, die sich herbeiführt wird. Ich zeige Ihnen das deshalb, weil natürlich die Wienerberger auch in Zukunft stärker mit diesen Argumenten in den Markt gehen wird, klar und deutlich den Kunden, den Endkunden aufklären wird über die Vorteile des Produktes, über die energetische Effizienz eines Produktes, über den Lebenszyklus. Wir sprechen ja heute sehr stark über eine Zykluswirtschaft, ob das Recycling ist, ob das Carbon Footprint ist, und hier haben wir entsprechende Vorteile gegenüber den konkurrierenden Baustoffen. Wir haben sehr konsequent auch in dieser Krise investiert, in Österreich, in Deutschland und in Tschechien, um dieses hochwertige Produkt des mineralwolleverfüllten oder perlitverfüllten Ziegels entsprechend anbieten zu können, mit großem Erfolg, und wir haben hier entsprechend starke Wachstumsraten. Ein Beispiel auch unserer Innovationspolitik im Bereich des Ziegels in Europa. Das erste Mal ist es gelungen, in einem Land, nämlich in UK, das sehr stark mit Beton und mit Holz baut, was den Einfamilienhausbau mit der statischen Struktur betrifft, agiert, hier unsere Hintermauerziegel einzusetzen. Barratt ist der größte Wohnbauträger Englands und hat insofern hier einen wichtigen Schritt gesetzt, dass wir gemeinsam die ersten 1500 Einheiten in England sehr erfolgreich bereits errichten, und das wird sicherlich eine nachfolgende, sehr starke Trendwende zur Folge haben. Die Ziele des Gesamtunternehmens Wienerberger für 2014 gesamthaft ganz kurz formuliert, sieht so aus, dass wir inklusive der Übernahme Tondach jetzt ein EBITDA erreichen werden von 315 Millionen Euro. Die Liegenschaftsverkäufe werden mit 10 Millionen beitragen zu diesem EBITDA. Die Preiserhöhungen, wie ich schon sagte, in unseren Produkten werden die Kosteninflation mehr oder weniger abdecken können. Die Normalinvestitionen, wie schon vom Kollegen van Riet angesprochen, leicht höher. 130 Millionen hat damit zu tun, dass wir in der Tat einige Investitionen jetzt aus dem letzten Jahr in dieses Jahr hinübergezogen haben, aber auch, wie schon erwähnt, in einigen Märkten wie England, wo es besser läuft, Investitionen getätigt haben. Die Wachstumsinvestitionen für das gesamte Jahr sollten 48 Millionen betragen, das ist die Tondach-Akquisition und eine Erweiterung der Pipeline in Amerika, was das Rohrgeschäft betrifft. Wir sind dort voll ausgelastet und brauchen mehr Rohre für den südamerikanischen Markt. Abschreibungen werden sich so um die 210 Millionen ungefähr einpendeln. Und was das Zinsergebnis ist mit ungefähr 55 Millionen Veränderung,
beim Working Capital, glaube ich, wird es jetzt nicht so extrem stark gegeben. Das wird sich mit dem Umsatz entsprechend einpendeln. Und die Kosteneinsparungen, wie schon erwähnt, sollten dort liegen, wo wir sie sehen mit den 17 Millionen für das Gesamthaben. So glauben wir, dass wir auch in diesem, wie wir Ihnen gezeigt haben, durchaus instabilen Umfeld in Europa vor allem einen sehr starken Wachstumspfad zeigen können. Und wie schon erwähnt, der ist organisch und nicht gekauft. Und das ist ein sehr wichtiges, glaube ich, Ergebnis aus unserem Umbau der Wienerberger in den letzten Jahren. Ich danke, oder wir beide danken für die Aufmerksamkeit und stehen natürlich für jede Frage gerne zur Verfügung. Vielen Dank. Dankeschön. Ich habe einige Fragen, aber ganz zuletzt, haben Sie diese Kostenvergleiche über Neuerrichtung bzw. Lebensdauer, Erhaltung oder Erhaltung des Baus? Warum haben Sie das nicht in Ihren Unterlagen? Ist dieser Vergleich problematisch oder wollen Sie die Konkurrenz nicht reizen oder was ist der Grund, dass das nicht vorliegt? Der Grund ist ein sehr einfacher. Ich wollte Ihre Aufmerksamkeit darauf lenken. Kann man dann, wenn Sie werden das alles über unsere Website herunterladen können. Danke. Das Zweite ist die Verbreiterung Ihres Geschäftsfeldes. Sie haben eine Liste von Akquisitionen dargestellt. Sie haben sicherlich weitere Verbreiterungsvorstellungen. Sie werden vielleicht nicht die Firma nennen, auf die Sie Ihr Auge geworfen haben, aber könnten Sie sagen, in welche Produkte oder in welche Leistungen Sie künftig investieren werden, um sozusagen Ihre Strategie fortzusetzen? Ich glaube, wir sind aus heutiger Sicht sehr, sehr zufrieden mit dem Produktportfolio der Wienerberger. Es ist ein sehr, wie wir beide es dargestellt haben, ein sehr ausbalanciertes. Es hat wahnsinnig viel Potenzial. Wir haben einerseits im Ziegelbereich sehr viel organisches Wachstumspotenzial, nicht nur was die Kapazitätsreserven betrifft, sondern auch was die Produktinnovation betrifft. Und somit werden wir uns in diesem Bereich auf dieses konzentrieren. Und was die Rohre betrifft, das ist vor allem Pipelife, sehen wir innerhalb dieses Geschäftsbereiches nach wie vor starkes Potenzial für uns hier zu wachsen. Das heißt, wir sehen jetzt nicht die Notwendigkeit, akquisitorisch hier vorzugehen, sondern aus eigener Kraft stärker wachsen zu können. Also das heißt, vor der Hand haben Sie keine Verbreiterungen, Akquisitionen im Auge? Ich habe nichts zu annoncieren heute. Letzte Frage. Sie haben gerade in Bezug auf Dachdeckung formuliert, dass Sie große Chancen haben, wenn der Südosteuropamarkt zurückkommt. In Ihrer Darstellung ist das ja ein sehr heterogenes Bild und auch nicht nur für Ihre Branche entwickelt sich der Osten Europas, sagen wir, unbefriedigend. Wann erwarten Sie, dass dieser Südosteuropamarkt wieder kommt? Ich glaube, wir sind heute, sitzt ja auch Ihnen gegenüber ein anderes Team in der Wienerberger. Und wir Begriffe wie unzufriedenstellend oder sowas gibt es bei uns nicht. Wir setzen uns mit neuen Märkten auseinander. Wir haben neue Realitäten, ob das in Kroatien, ob das in Slowenien, ob das in Ungarn ist. Gewisse Dinge kann man beeinflussen, gewisse Dinge nicht. Die Wachstumsjahre, die goldenen Jahre der Integration der osteuropäischen Länder in die EU, die zu einem fast schon künstlichen Wachstum geführt haben, die liegen hinter uns. Ja, wir sind heute konfrontiert mit ganz neuen Marktrealitäten. Auf die haben wir uns, und das glaube ich, haben wir darstellen können heute, eingestellt, um auch in diesem profitabel agieren zu können. Natürlich haben wir hier entsprechende Wachstumsreserven, weil wir haben ja Kapazitäten, wir haben gut investierte Werke in dieser Region und können ein viel höheres an Marktvolumen, sprich Nachfrage, abdecken. Und das werden wir auch tun. Ob das im nächsten Jahr der Fall ist, ob das in 2 oder 3 Jahren der Fall ist, ich und auch mein Kollege und viele bei uns in der Wienerberger sind überzeugt, dass Märkte wie Ungarn oder auch Tschechien oder auch Rumänien, um einige jetzt herauszugreifen, wachsen werden. Das ist eine logische Folge.
Ob und wann das der Fall ist jetzt in den nächsten Jahren, das kann ich Ihnen heute nicht beantworten. Ich kann Ihnen nur beantworten mit gutem Gewissen, dass die Wienerberger auch heute in diesen Märkten Geld verdienen. Aber genau schon in diesen Märkten verdienen wir jetzt Geld mit unseren Rohren, weil Abwasserprojekte laufen noch immer in Osteuropa und da punkten wir genau sowohl mit keramischen als auch mit Plastikrohren. Das heißt, die Produktvielfalt hilft uns da auch sehr stark. Wir sind nicht nur ausgewiesen mehr auf den Wohnungsneubau. Und das ist genau unser Punkt. Wir gehen auch in Osteuropa, wird saniert, werden auch Dächer saniert. Wenn es durch ein Dach regnet, dann repariert man das, auch in Osteuropa. Und das ist genau jetzt die Stärke von den Wienerberger. Doch. Herr Scheich, Herr Ried, wie steht denn Wienerberger zu den großen Wachstumsmärkten in Ostasien, Stichwort Indien, Stichwort China? Wir haben nach wie vor erfolgreich im Markt ein Werk in Südindien. Mit dem sind wir zufrieden, was die Auslastung betrifft jetzt. Das heißt, das läuft gut. Wir sammeln ja in diesem Markt sehr wichtige Erfahrungen für uns. Sie werden uns sicherlich am chinesischen Markt nicht sehen. Dort werden wir nicht hingehen, weil wir, wie schon gesagt, in unseren Kernmärkten genug Wachstumspotenzial sehen. Wir sind ja auch in Russland zum Beispiel, wir sind im osteuropäischen Raum, wir sind im amerikanischen Raum. Mit +10% ist der amerikanische Wachstumsmarkt heute der Markt, der am interessantesten wächst. Da kann man viel über China diskutieren. Ich glaube, die Wienerberger wird sich in den nächsten Jahren auf diese Wachstumsmöglichkeiten beschränken und jetzt nicht in irgendwelche anderen Regionen gehen. Hören Sie mich? Bitte. Sie haben ja in den letzten Jahren auch sehr viele Werke stillgelegt. Können Sie noch mal sagen, wie viele insgesamt stillgelegt wurden und wie viele davon jetzt wieder aktiviert wurden oder verkauft wurden? Also wir haben jetzt, wenn ich beim Aktivieren bleiben darf, ganz klar, wir haben Produktionslinien in England wieder aktiviert, das heißt in bestehenden Werkstrukturen einzelne Linien wieder in Betrieb genommen. Das sind eingemottete Linien. Wir werden dann auch noch in weiterer Folge einen Standort, der vollkommen eingemottet ist, in UK in Betrieb nehmen. Ansonsten haben wir jetzt derzeit keine Produktionslinien in Europa zusätzlich in Betrieb genommen. In Amerika haben wir auch wiederum zwei Linien an bestehenden Standorten zurück in die Produktion geschickt. Was die Werke jetzt betrifft, wir haben, bitte mich jetzt nicht ganz genau festzulegen, um die 60 Standorte so etwas geschlossen insgesamt in diesem mehrjährigen Programm seit 2009. Davon haben wir eine Vielzahl, und können wir Ihnen nachliefern, aber haben wir eine Vielzahl schon verkauft und haben sicherlich jetzt noch einiges an Bestand. Das ist in diesem Gesamtpaket von 100 Millionen ja beinhaltet, weil das stellt ja diese nicht betriebsnotwendigen Liegenschaften dar. Wir werden ungefähr 30 Millionen bis heuer dann realisieren raus, und der Rest wird dann noch offen bleiben für die Folgejahre. Aber ich würde mal sagen, wir haben hier sicherlich einen Großteil der 60 Standorte schon verwertet. Und Frage noch zu den Mitarbeitern. Suchen Sie Mitarbeiter auch in Österreich und in welchen Bereichen? Wir suchen immer, und das ist ganz klar, qualifizierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, ob es in Österreich, in Europa oder in Amerika ist. Wir werden auch in Zukunft mehr tun für das Thema Lehrlingsausbildung, weil das ein sicherlich sehr wichtiges Thema ist in unseren Werken, nämlich auch entsprechend Elektroniker, Elektriker, aber auch Schlosser zu finden. Und es geht jetzt nicht darum, dass wir das Österreich oder spezifisch österreichisch sehen. Wir sehen das europäisch. Wir sind ja auch in der gesamten EU aktiv, um hier eben junge, qualifizierte Kolleginnen und Kollegen zu finden. Aber so die Zahl in Österreich von 1.000, ein bisschen über 1.000 Mitarbeitern, die wird jetzt nicht stark erweitert? Nein, die wird mehr oder weniger stabil bleiben, würde ich sagen. Noch weitere Fragen?
Sie haben erwähnt, den Beret, den UK Wohnbauunternehmen. Gibt es da schon Ergebnisse? Und wenn ja, können Sie mir die nennen? Und das andere wäre im Hinblick, denke ich, da auf den Klimawandel und die daraus resultierenden Katastrophen, dass ein Borotherm-Ziegelwand stabiler wäre als wie ein Holzriegelbau. Und da wäre auch der Markt in Amerika, das auch in letzter Zeit sehr stark heimgesucht wurde von Katastrophen, ein riesiger Zukunftsmarkt. Danke. Zum Thema England. Die englische Bauweise ist eine zweischalige Bauweise. Sie haben an der Fassade einen Fassadenziegel und dann einen Luftspalt, dann teilweise Isolierung und dann eine unter Anführungszeichen tragende, konstruktive Wandkonstruktion. Und diese ist vornehmlich heute in England aus Holzskelettbau, aus also Betonblöcken oder Bohrenbeton. Und hier ist es uns einmal gelungen, in diesem Beispiel mit diesen 1500 Einheiten, dass der führende und das führende Wohnbau- oder Wohnträgerunternehmen Englands, Barrett Homes, einmal dieses System als solches, plangeschliffenen Hintermauerziegel aus Frankreich, Belgien verwendet. Und das ist in Umsetzung. Wir haben schon einige errichtet. Das ist natürlich, wie Sie sich vorstellen können in einer sehr traditionellen und traditionell durchdrungenen Markt wie England schwieriger, mal die Maurer überhaupt dazu hinzubringen, das zu verarbeiten. Und wenn uns jetzt das gelingt, dass diese Maurer-Teams auf das einsteigen, dass sie sich mit dem an das gewöhnen, in der Verarbeitung sind sie nämlich mit diesem plan geschliffenen Ziegel viel schneller als mit den ursprünglichen anderen Bauweisen, so wird es uns auch dann in Folge gelingen, einen Marktanteil zu gewinnen. Ja, heute ist es noch zu früh, darüber zu urteilen. Die ersten Ergebnisse sind erfolgreich, wie ich schon gesagt habe. Die Lernkurve zeigt nach oben. Wir führen diese Produkte vom Kontinent dorthin. Das heißt, wir bereiten den Markt auf. Das wird ein mehrjähriger Prozess werden. Zu Amerika. Wir haben in Amerika eine sogenannte Endurance Brick entwickelt. Das ist ein Mittelding zwischen Hintermauer und Vormauer. Das heißt, sie brauchen keine zusätzliche Wandkonstruktion, sie ist sowohl tragend als auch außen eine Fassade aus Ziegel. Wir haben dort einige Objekte damit errichtet. Was wir derzeit tun, wir sprechen mit den amerikanischen Autoritäten, was die Hurricane Resistance ist, was vor allem das Thema Flooding betrifft und diese, wie Sie schon erwähnt haben, Naturkatastrophen. Auch das, man muss immer eines sehen, wir glauben, wir haben eine Lösung, die Administration, die Verwaltung arbeitet etwas langfristiger. Hier müssen wir die entsprechenden Zulassungen bekommen. Wir müssen empfohlen werden. Aber ich bin auch hier optimistisch, wenn man das langfristig zieht auf 3-5 Jahre, dass wir hier auch etwas am Marktanteil wieder gewinnen werden können. Vielen Dank. Danke.